So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu The Forest. Wir gehen heute ein bisschen in den dunklen Wald und ich habe mir da auch ein bisschen Verstärkung geholt. Und zwar eine junge Dame, nämlich die Yvonne und einmal den Kim. Ich hoffe, dass ich die Namen richtig habe. Ich hoffe, die beiden melden sich jetzt auch mal kurz gerade. Moin. Ja, schön, dass es dabei ist. Das erste Mal, dass ich mit den beiden zusammen zocke und das erste Mal überhaupt The Forest. Ich hatte ja schon eine ganze Weile vorgehabt zu spielen und zu machen und alles drum und dran. Jetzt ist endlich mal die Gelegenheit gekommen. Wir gehen zusammen in den Multiplayer, würde ich sagen, ne? Ja. Und dann mache ich dann selber ein Host-Game. Also ich erstelle ein Game. Normal. Ne? Das ist wahrscheinlich das Einfachste am Anfang. So. Okay, warte mal. Kannst du das Spiel auf Deutsch umstellen? Ist das möglich? Und Audio. So. Moment. Fortmode. Options. Interface. Ah, hier unten. So, ist dann leichter verständlicher für die Leute, die zum Beispiel kein Englisch können. Okay, da gehen wir rein in den Mehrspieler und ich mache mal Spielhost. Neues Spiel. Und gib ihm. Freunde. Okay, dann. Spielnamen habe ich und dann mache ich auf Freunde einfach. Also wie gesagt, ich kann euch dann einladen. Sofort Kontaktaufnahme zu PSN. Das sind die ersten Startschwierigkeiten. So, und dann lade ich euch jetzt ein. So, Einladung müsstet ihr haben. Da ist er. Ja. I see, I see. Wunderbar. Also zu viert kann man es auf jeden Fall spielen. Hoffentlich kriegen wir, vielleicht kriegen wir noch mal Zuwachs. So, und dann starten wir. Hm? Okay. Nee, ich komme gerade rein. Also wir haben tatsächlich drei, ich habe drei gerade an der Auswahl gehabt, auf jeden Fall. Passt das auch. Wie gesagt, leichte Startschwierigkeiten in diesem Game hier. Server wird gestartet. Mal gespannt, wie es sein wird. Ja, ich habe, wie gesagt, ein bisschen mal reingeguckt und alles. Und jetzt kommt die kleine Vorgeschichte. So, ich kann mich nur umgucken. Da ist sowas. Für Timmy. Ein Überlebensratgeber. Oh oh. Thank you.
Da hat man gegen eine Sicherheitsregel verstoßen. Man hat die Tische nicht hochgeklappt. Oh. Was zur Hölle ist das? Ist etwas oder ruh dich aus, du hast Hunger, finde etwas zum Essen. Okay. So, ihr seid. Da seid ihr. Okay, wunderbar. Oh, wir haben was zu essen. Lecker. So. Mal so eine Frage: Können wir uns gegenseitig irgendwas wegessen? Okay. Also, ihr habt quasi, wenn ich jetzt selbst, wenn ich, als ich hier gerade gegessen habe, hab ich euch, Quatsch, habt ihr das auch noch hier liegen? Hm? Okay. Mal den Koffer aufmachen. Also mal ein bisschen durchsuchen. Also wir sind scheinbar mit dem Flugzeug abgestürzt. Hallo, hast du mal liegen, Koffer? Der Koffer soll mal liegen bleiben. So, ich nehme jetzt natürlich alles mit. Dann gucken wir das. Weil irgendwie drehe ich gerade den Koffer weg, wenn ich. Hä? Ich habe tatsächlich nicht geguckt, was ich anhabe. Habe ich irgendwelche Frauenklamotten dran gerade? Kann das sein? Ja, geil. Als Mann ist, kommt das immer gut. Hier ist wieder irgendwie Isolierband. So, warte mal. Kann ich mich irgendwie umziehen? Ist das irgendwie möglich? Warte, jetzt müssen wir mal angucken, wie ich jetzt aussehe. Weil, das würde ich aber gerade gerne mal sehen. Hä? Ja, das habe ich schon gemerkt. Also ich habe jetzt die Stewardess da oben mal mir angeguckt. Aber wir kommen wir das Fuß wieder rein eigentlich? Nee, ne? Du kannst dich okay. Oh. Okay. Doch, ich bin schon wieder da. Bin schon wieder drin. So, ich gucke mich gerade mal hier noch um, ob hier noch irgendwas gibt. Hier gibt es nämlich auch noch Zeugs. Metalltablet. Die Passagierliste. Die war ist vielleicht nicht so ganz unwichtig. Ich gucke mich nur gerade noch mal ein bisschen um. Wir werden nicht explizit jeden einzelnen Winkel hier dieser Gegend, dieses Waldes uns angucken, aber zumindest mal so ein bisschen am Anfang. So, genau, Bäumchen fällen. So. Ah, da hinten, du gehst schon wieder jagen. Ja, du bist das Jagen, da das Reh. So, zum Öffnen des Überlebensbuch. Das machen sehr viele Spieler mit den Gegenständen herstellen. Dann musst du die nötige Menge an Ressourcen sammeln. Okay. Aha, Alkohol. So. Okay. Noch am Anfang machen wir schon. Gucken wir uns die. Der eingekreiste Name sind wir, ne?
Okay. Okay. Es fängt an zu regnen. Mal so nebenbei, können wir uns gegenseitig Schaden zufügen? Okay. Okay. Dann sollten wir das Spielchen, um uns selber zu schlagen, sollten wir dann tunlichst unterlassen. Gut. Schildkröten zum Jagen und zum Essen, ne? Ah, für Getränke. Also für normales Wasser. Ja gut, dann gehen wir da mal ein bisschen Schildkröten jagen. Wir sollten uns aber dann auch gleich irgendwie mal so ein bisschen so eine Art Unterschlupf bauen. Weil dauerhaft, glaube ich, dann gerade wenn es dunkel wird, glaube ich, ist das das Beste. Oder wie seht ihr das? Also noch ist es hell, noch geht es ja, aber wie gesagt, irgendwann. Papier. Die scheiß Möwe, ich will die Möwe jagen. Ganz schön. Okay. Ich habe nur diese Axt, ne? Warte mal, die kann ich ja bauen hier, ne? Mit dem Stock oder was? Ja, das ist ein normaler Stock. Moment. Ah, Wunderschönes. kombinieren, perfekt, wunderbar. Und dann ausrüsten. Sowas hier zum Beispiel, ne? Gut, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das ist gut zu wissen. Vor allem, dann kann ich das Vögelchen da hinten jagen gehen. Mit L2 zielen und mit R2 werfen, ne? Okay. Ja, das ist schon klar, dass die dann wahrscheinlich auch kaputt gehen können. So, finde sauberes Wasser zum Trinken. Ich habe angeblich Durst. Welcher Kopf? Also ist vielleicht für den Anfang gar nicht mal so schlecht hier, oder? Also wir haben theoretisch Wasser. Wir sind nicht so ganz komplett im dunklen Wald drin. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr das zum Beispiel am Anfang gemacht habt. Ob ihr dann gesagt habt, Welches Wasser meinst du? das ist mehr Meinst Wasser. du das Meer? Ja, ich Das brauche. kannst du nicht trinken. Nee, ich weiß, aber ich brauche dringend jetzt gerade irgendwie eine Möglichkeit für Wasser. Wie kann ich. Genau, ich kann nicht mehr tragen. Okay, Steine. Wunderbar. Ja. Moment, Sodadosen. Ja, trinken. Perfekt. Okay, habe ich gerade. Ja, gut, ich kann ja zum Beispiel Wasser aus diesen Schildkröten. Das fängt aber gerade an. Aus den Schildkröten da holen. Das ist ein Panzer. Auffangen und dann trinken, ne? Oder was? Ja, aber wie gesagt, dann sollten wir nachher dann mal irgendwie mal anfangen, Holz zu sammeln. Damit wir uns zumindest mal für die Nacht einen Unterschlupf. Ja.
ich weiß ja nicht, wo habt ihr die neue. Für Freunde? Wer ist denn das da oben? Weil das ist eigentlich ein Freundesserver gewesen. So nebenbei gerade. Ah, okay. Nö, ach, alles gut, solange der jetzt nicht uns irgendwie angreift, irgendwas tut, ist das in Ordnung. Aber du kannst, wenn du möchtest, ihn eigentlich auch mal vorschlagen gleich, dann kann ich ihn mit einladen, dann hätten wir sogar einen Vierertrupp. Ach, du hast jetzt die ganzen Steine raus und warum sammle ich die gerade alle ein? Also wir brauchen auf jeden Fall Holz, ne? Und die sind da oben. Und wir hocken wieder zurück nach oben? Ja, das ist gerade. Das vermute ich auch, dass wir da oben auf jeden Fall. Da hoch müssen nochmal, weil wir müssen Bäume fällen. Ja, muss ich gleich machen. Ich guck mal gerade. So. Oder ich mach die Party gleich auf 4 und auf. Ach, ich bin zu schwer. Ich glaube, ich bin zu schwer, ne? Ich kann nicht springen. Ah, okay. Das ist immer gut zu wissen. Wir kommen gerade nicht hier hoch, ne? Sieht halt gerade zu behindert aus, alle, die wieder alle rumspringen. Kann man da nicht irgendwie einfacher hoch? Gibt es da keinen Weg, einfachen Weg hoch wieder? Das Problem ist für mich gerade, ich bin hier unten. Immer noch. Oh, jetzt kann. Na, ich habe gerade einen Weg, glaube ich, gefunden. Ja, jetzt bin ich oben. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall 13 Bäume. Ich werde der Kumpel gleich auf jeden Fall ein. Wie gesagt, ich brauche nur gerade. Dann machen wir unsere erste Hütte und dann machen wir schon Feierabend, würde ich sagen. Oh. Ja, ja, alles gut, hab's gesehen. Jetzt, ich häng fest. Hä? Ich dachte, ich häng jetzt fest. Ach doch, Bäumchen fällt. Ich komm hier nicht auf. Ja, ein bisschen rechts muss der Weg, muss er hochgehen. Ich ja. Bin die ganze Zeit rechts. Vorsicht da unten. Ach, wir müssen den Baum hier einzeln runterbringen, ne? Ah. Gut zu wissen. Ich glaube, ich bleib hier unten. Ja gut, wir können die Bäume runterwerfen und du baust die Hütte. Das ist auch eine Idee. Ja. Ist vielleicht so das Einfachste. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, brauchen wir nicht immer runter zu, wieder hoch und alles und dran, dann machen wir das so. Weil es wird jetzt auch langsam dunkel. Wir bringen jetzt einfach mal ein bisschen Bäumchen. Ich weiß nicht, du sagst an, wie viel du noch brauchst dann immer. Ach so, da kommen noch zwei. Ah, okay. Ich habe jetzt 4 gerade runtergeworfen insgesamt. Eieiei, das ist gerade ein Problem mit dem Hund. Ich habe auch mal zu mit.
Warum fällt? Kommen noch welche? So, jetzt komm jetzt. Und ich will er gerade nicht. Jetzt komm jetzt, pass auf, da kommt jetzt einer runtergerutscht. Da, wo du jetzt gerade bist, Vorsicht. Oder auch nicht. So, jetzt kommt er runtergerutscht. So, brauchen wir noch Bäumchen? Oder haben wir genug? Also, einer noch? Ja, ja, hier unten liegt noch einer. Okay, wunderbar, dann brauchen wir keine mehr. Wir bräuchten vielleicht kleine Bäume, ne, um mal ein Feuerchen zu machen. Weil wir sollen auf jeden Fall ein Feuer bauen, laut. Laut der Anzeige unten. Das gerade mal an. Werfen wir ein bisschen nach, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall Feuer. Ja, dann haben wir das sogar schon mal erst auf die Reihe bekommen. Unsere erste Hütte steht. Wir haben ein Feuerchen. Gut, da hinten ist noch ein Reh. Und dann machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall bei The Forest. Und dann gehen wir auch ein bisschen auf Jagd.